Liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, ich bin CoreLP100, der mit der Zahl hinten dran. Heute will ich euch herzlich willkommen zurückheißen zu Skyrim und der Story von Arkas, jedoch mit einer kleinen Vorwarnung. Das, was ich hier alles jetzt gleich erzähle, passt nicht unbedingt zum Bild. Das liegt an vielen, vielen Dingen. Zum einen ist bei der ersten Originalaufnahme dieses Parts, der jetzt hier folgt, irgendwie dann alles schief gegangen, nicht spielintern, sondern von der Technik her, der Part war kaputt. Ich musste ihn dann nochmal aufnehmen und als ich ihn dann nochmal aufgenommen habe, das ist übrigens das, was ihr hier jetzt sehen werdet, ist dann meine Kommentarspur kaputt gewesen. Das heißt, ultimativ führt es jetzt dazu, dass ich das Ganze nachkommentiere. Ist ja nicht ganz so schlimm, weil das quasi die Szenen, die ihr seht, waren eh ein zweites Mal dann ja in der Art und Weise gestellt und nicht so schön improvisiert und neu und natural, wie das alles für dieses LP sein muss. Deswegen macht's ja nichts. Und ich habe mir gedacht, vielleicht, da ich jetzt schon die Möglichkeit habe, einfach zu erzählen, während ihr seht, werde ich auch mal so ein bisschen die Gelegenheit nutzen und einfach mal off-character ein bisschen erzählen. Also heute werde ich mal nicht die ganze Zeit in Arkas Kopf rumtanzen und mit Arkas Stimme sprechen, sondern heute werde ich mal so ein bisschen über das Projekt selbst reden, ein paar Sachen, die mir so sonst auf der Seele liegen, bekannt geben und dann läuft ab der nächsten Folge auch versprochenermaßen wieder alles normal weiter. Ihr seht, ich habe das Bild steht mehr oder weniger still. Ich habe mich hier in der Originalaufnahme erstmal mächtig über das technische Problem der ersten Aufnahme ausgelassen, mich dann aber wieder halbwegs beruhigt und habe mir gedacht, wir gehen dann doch mal weiter. Ihr erinnert euch, wo wir sind. Wir sind in diesem Dungeon, wo es hat spuken sollen. Wir haben die Kasperei aufgedeckt. Allerdings, wenn man so will, spukt sie natürlich immer noch. Die Anmoderation habe ich beim vorherigen Part, glaube ich, schon mal benutzt. Ist aber egal, trifft nämlich den Nagel auf den Kopf, denn wir sind in Skyrim, wie ihr merkt, sehr oft in solchen Grabkammern. Es gibt einfach viel davon, das hat viel mit der Lore der Welt zu tun. Und das ist doch ganz schön, wenn man weiß, warum man in jeder individuell so drin ist. So, während ich hier so weitergehe, und wir sind jetzt auch gleich schon ja, am Finale des Grabes angelangt, wie ihr sehen werdet, möchte ich so über allgemeine Sachen vom Projekt reden. Zum einen kann ich an dieser Stelle schon sagen, diese ganzen Sachen, die jetzt hier zwischendrin passiert sind, auf dem Weg nach Alverstead, in und um Alverstead herum, die haben alle wesentlich mehr Zeit in Anspruch genommen, als ich eingeplant hatte. Das, was wir hier jetzt demnächst noch vorhaben als Ziel, war eigentlich nur so ein Zwischenmeilenstein der Season. Wird jetzt aber wohl das Finale werden. Also mehr muss ich dazu nicht sagen. Die Stammgucker von euch können jetzt eins und eins zusammenzählen. Also die Throat of the World wird wohl das Finale der Season sein, bedeutet für euch aber nichts weiter Dramatisches, denn es geht ja mit Season 3 gleich weiter, die fange ich sofort mit der Produktion an, wenn ich hier fertig abgedreht habe und dann ist es für euch nahtlos, wir brauchen uns um Season und Folgenzahlen dann eh nicht kümmern. So, wir sind jetzt hier in den Tiefen der Grabkammer und es ist jetzt zwar ein bisschen dunkel, aber was ihr nicht sehen könnt, hier steht alles voll mit Särgen. Allein der Weg geradeaus ist gepflastert mit den Dingern. Ja, Lydia hat schon ein schlechtes Gefühl bei der Sarazi, verdienterweise, denn wie ihr gleich sehen werdet, hat in der Aufnahme einfach absolut überhaupt nichts funktioniert. Ich bin, glaube ich, zwei oder dreimal hier gestorben. Einmal, naja, ihr werdet es ja sehen. So, zack, da geht's auch schon los, man geht einen Schritt zu weit. Ihr seht da oben links, da steigen Bogenschützen aus ihren Särgen, deswegen konzentriere ich mich zuerst auf die. Das Dumme ist jetzt, es klappt anfänglich sehr gut, bis jetzt gleich einer auf uns zustimmt und uns zeigt, wer der Boss ist. Das hat mich ein bisschen erschreckt in dem Moment, weil in der ersten Aufnahme von diesem Teil hier war es tatsächlich so, dass, ja, und da ist es auch schon passiert. ich habe echt, in dem Moment habe ich ziemlich laut geschrien. Also nicht vor Wut, sondern vor Schock, weil ich absolut nicht verstanden habe, was hier jetzt gerade passiert ist. In der ersten Aufnahme hat das reibungslos funktioniert. Lydia hat die ganzen Leute beschäftigt, hat da richtig Party gemacht da drin und ich konnte gemütlich mit meinem Bogen auf sie schießen. Aber gut, das ist jetzt dann mehr oder weniger in die Hose gegangen. Was ich noch sagen wollte zu diesem Let's Play, es freut mich, wie gesagt, sehr, dass es ein paar Leute gibt, die hier regelmäßig zugucken, die die Geschichte genießen, die auch den Geschichtsverlauf genießen, die so ein bisschen zu schätzen gelernt haben, dass wir hier ein bisschen was anderes machen als das übliche Skyrim Let's Play. Für die jetzt nicht so unbedingt nachvollziehen können, wie ich das Ganze anstelle, es ist tatsächlich so, dass ich richtig plane. Also ich plane in jeder Folge vorher, was wird gemacht, wo wird hingegangen, was ist der Nutzen dafür, dass ich irgendwo hingehe. Und das soll zum großen Vorteil haben für euch, dass ich so viel wie möglich euch von der Vielfalt des Spiels zeigen kann. Also es versteht sich von selbst, ohne dass ich da jetzt zu viel spoilern will, dass ich versuche, alle großen Dinge des Spiels
die man irgendwie ja tun kann, dass ich die alle versuche irgendwie reinzubringen, aber es muss immer einen Grund für Arkis geben. Es ist nun mal so, dass wir hier ein bisschen uns auf Rollenspiel konzentrieren und dass Arkis nicht einfach wild, und das habe ich ja von Anfang an gesagt, durch die Landschaft läuft und sich des Lebens freut. Und ihr seht übrigens, was hier bei dem Versuch schiefgegangen ist. Lydia ist auf der anderen Seite der Gittertür. Die kann in dem Fall überhaupt nicht helfen. Und das wird gleich unser Verhängnis werden. Ziemlich bald. Was wollte ich sagen? Ich habe jetzt schon den Quickload-Knopf gedrückt, seht ihr? Ich habe es dann gleich aufgegeben. Okay, also Arkis braucht für alles einen Grund. Wisst ihr, das ist das, ja, mehr oder weniger Problem bei der Sache. Das heißt, ich kann nicht einfach jetzt, weil mir danach ist, irgendwie irgendeine Entscheidung treffen oder mich irgendeiner Sache widmen, weil das einfach nicht passt. Genauso ist es, dass ich nicht einfach so mir nichts, dir nichts vom Weg abkomme, über die komplette halbe Welt von Skyrim laufe, um da irgendeine kleine Mini-Aufgabe zu machen. Das macht kein Schwein, ja? Wenn ihr in die Stadt fahrt, dann auch nur, weil ihr wisst, ihr habt eh ein paar Wege dort zu erledigen, dann geht ihr dahin. Ihr müsst euch immer vorstellen, dass hier ist alles insofern echt, dass man gewisse Regeln und Limitierungen beachten muss. Deswegen plündere ich auch zum Beispiel nicht alle Körper einfach aus. Das kann man zwar machen und wie gesagt, Kleinvieh macht auch Mist und kann das alles verkaufen und so weiter, aber das würde einfach nicht passen. Buchstäblich auch. Das würde einfach nicht in unser Inventar passen. Deswegen bin ich da eher selektiv. Ihr nehmt ja auch nicht jeden kleinen Stein und jedes Stück Papier mit, was auf der Straße liegen seht, sondern vielleicht nur den 5-Euro-Schein, der irgendwo in der Ecke liegt. Und ja, das sind so die allgemeinen Beweggründe. Wie gesagt, ich versuche immer irgendwie einen Grund zu haben, meine Dinge zu erledigen in den Parts, vor allen Dingen in den Seasons. Jede Season besteht irgendwie aus gewissen Meilensteinen, die Geschichte bedeutend vorantreiben. Deswegen unterteile ich das auch, damit wir so kleine Story-Kapitel haben und wir das alles besser verstehen können. Das sind so die allgemeinen Dinge, die ich machen will. Also wie gesagt, diese Season hier wird demnächst jetzt schon zu Ende gehen. Ihr könnt euch wieder aufs Finale freuen. Und dann geht's direkt weiter. Und dann, glaube ich, werde ich mich mal dem ersten DLC widmen. Genug des Spoilers. Dürft ihr jetzt schon einigen genug sagen. Also da geht's dann auf jeden Fall mit los. Ich freue mich riesig drauf, weil das dann mal eine Season ist, die richtig von ihrer Story her allein arbeiten kann. Also ich schätze den Umfang dann schon ungefähr so ein, dass wir die ganze Season damit füllen können. Aber schauen wir mal, lassen wir uns überraschen, beziehungsweise lasse ich mich überraschen. Wahrscheinlich wird es dann wesentlich länger, weil ich auf den Wegen, die ich da zurücklegen werde, trotzdem versuchen werde, noch nach links und rechts zu schauen, damit das alles irgendwie noch ein bisschen diverser und abwechslungsreicher ist. Das ist so mein Plan. Also, Season 3 demnächst, ihr könnt euch freuen. Konzentrieren wir uns auf die Situation at hand. Ihr seht, es war jetzt kurz ruhig. Wir sind dann etwas tiefer in die Grabkammer gegangen und schon geht's weiter. Alle brechen aus, kommen langsam von links und rechts. Sie werden auch immer stärker. Und ich glaube, der Obermotz oben in der Mitte in seinem einsamen Sarg wird auch nicht lange auf sich warten lassen. Obwohl man sagen muss, dass der uns auch nicht so große Schwierigkeiten bereitet hat. Ihr seht, Lydia ist so unterfordert, die steckt hin und wieder mal ihr Schwert weg und schmachtet uns einfach an, wie gut wir dabei aussehen mit unserem Bogen, wie muskulös und was wir für ein schönes Dunkelelfengesicht haben. Zack, da denkt sie sich, sie macht auch mal wieder mit. Ist ja auch nicht schlecht, ne? Was mich dazu, um jetzt trotzdem nochmal so ein bisschen in Character zu gehen, es ist ja schon erstaunlich, in wie viele gefährliche und lebensbedrohliche Situationen Arkis eigentlich kommt. Und es ist ja eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, ich meine, Fans von, ja, ich sag nicht Fans von euch, Leute unter euch, die viel lesen, die viel sich mit High Fantasy beschäftigen, die wissen mittlerweile, dass ja, High Fantasy sich in dem Sinne gewandelt hat, in den letzten 20 Jahren ungefähr, weg von diesem, der kleine Bauernsjunge findet raus, dass er der Auserwählte ist und rettet am Schluss die ganze Welt und wird als König verehrt. Sondern es ist, geht eher der Wandel hin zu, ja, dass sich eigentlich so dieses Grundschema von Dark Fantasy überall wiederfindet. Bedeutet, dass es eigentlich keine Helden gibt. Es gibt keine nur Guten und nur Bösen. Es gibt nur Grauzonen. Beispiel für sowas ist zum Beispiel The Last of Us. Beispiel ist eigentlich auch Skyrim. Weil wenn ihr euch mal überlegt, ist Arkis wirklich zwangsweise nur gut? Würde ich jetzt nicht so sagen. Also wir haben zwar schon andere gesehen, die einfach skrupellos andere töten, um ihre, ja, ihre Zwecke zu erfüllen, aber eigentlich machen wir das ja jetzt auch. Ne? Also jetzt gerade sind es bloß Untote. Prinzipiell sind diese Untoten ja aber hier als Grabwächter ja kein böses Vorhaben. Man muss sich mal überlegen, warum jetzt genau an dieser Szene hier eigentlich so viele Särge hier stehen und so viele Untote auferstehen
um einen Eindringling abzuhalten. Und meine Katze, sehe ich gerade, hat sich hier vor der Hitze völlig erschöpft, einfach mitten auf dem Boden des Raumes gelegt und döst jetzt vor sich hin. Die kann nicht mehr. Man sollte sich mal überlegen, warum das hier jetzt genau so abgelaufen ist, wie es abgelaufen ist. Ich interpretiere das so, dass zu Lebzeiten derjenige, dessen Grabkammer es hier war, der jetzt da oben aufgestanden ist, beziehungsweise der hier irgendwo vielleicht versteckt vergraben ist, weil das war ja auch bloß anscheinend ein großer Krieger, der hat sich zu Lebzeiten, als ihm das Grab errichtet wurde, wohl gedacht, dass er über seinen Tod hinaus, eben weil er vielleicht abergläubisch war, über seinen Tod hinaus beschützt sein wollte und hat deswegen seinen kompletten Vertrautenstab an Kriegern, die er vielleicht als Kriegseinheit hatte, mit eingraben lassen, auf dass sie ihn beschützen, wenn es denn mal notwendig sein sollte. Einfach den Aberglauben, so wie man gewisse Dinge mit einem Toten mitvergräbt, weil man denkt, das will er nach dem Tod haben. So habe ich das Ganze interpretiert. Und jetzt habe ich kurz meinen Faden verloren. Wo ist mein Faden? Womit habe ich angefangen zu sprechen? Wie bin ich zu diesem Dings hier gekommen? Man muss sich mal Gedanken machen, wir kommen in so viele Situationen, ne, und wir überleben die immer. Zumindest wenn man mal das Quicksave, Quickload und die Gameplay-Tode, wenn man mal davon absieht, von der Geschichte her, wir überleben die immer und eigentlich gibt es sowas nicht. Es gibt keinen komplett böse, kein komplett gut, es gibt nur Grauzonen und es sollte eigentlich auch so sein, dass jede Person jederzeit sterben kann, weil einfach Situationen auftreten, die sind unvorhergesehen und dann stirbt man halt. Jeden erwartet irgendwann der Tod, das ist im wirklichen Leben so und der Trend von High Fantasy geht dahin, dass man sowas halt macht. Großes Beispiel, was jetzt viele halt durch die Serie kennen, wo ja die Buchreihe schon sehr lange existiert und sehr lange im Fortlauf ist. Game of Thrones, kennen viele die Serie, sind total begeistert davon, sind sie nicht darüber bewusst, dass es schon seit, ich weiß gar nicht, 15 oder Jahren oder so, gibt es diese Bücher schon. Und George R. R. Martin war auch einer von diesen, die da mit vorgeritten sind sozusagen und gesagt haben, hey Leute, ihr müsst damit leben, ich erzähle hier eine Geschichte und in der Geschichte gibt es keinen strahlenden Helden, der alles irgendwie überlebt und immer durch irgendwie Glück oder List und Tücke aus jeder Situation rauskommt. Sondern, ja, der kann auch im nächsten Moment über eine Baumwurzel stolpern, sich das Genick brechen und Feierabend, ne? Deswegen baut man ja einen großen Cast, auch um vielleicht zu provozieren, dass Leute sich mit einem oder mehreren Charakteren besonders gut identifizieren, die besonders toll finden und dann ist der Schmerz natürlich umso größer, wenn sie sterben, beziehungsweise die Angst. Also ich persönlich kenne das aus High Fantasy tatsächlich, dass man sich in gewisse Leute dann so richtig, ach, man findet die einfach toll, ja, ihr kennt das vom Film und Serien, wo man sagt, der Typ ist der Beste von allen. Und man hat teilweise, stellenweise nur Angst, dass die um die nächste Ecke gehen und sterben. Ne? Weil sowas ist halt heutzutage so. Und ihr seht, wir sind ja an einer Drachenwand. Die ist hier in diesem Grab. Und obwohl dieser Gestank nach Magie so schlimm ist und ihr Arkis einfach nicht gefällt, so kann er sich dieser Macht, zum einen der Macht, genauso wie die, die aus Drachen rauskommt, wenn er sie erlegt hat, so kann er sich dieser Macht, dieser Drachenwände und dieser Worte nicht entziehen. Er muss einfach hingehen. Er fühlt sich zu ihnen hingezogen. Warum kann er sich nach wie vor nicht erklären? Deswegen will er ja eigentlich zu den Graubärten, auf dass die ihn da so ein bisschen erleuchten können. Kainz Peace war das Wort, das wir jetzt gelernt haben, sorgt dafür, dass wir Tiere entweder dazu bewegen, ihre Aggression auf uns zu verlieren und einfach ihre Wege zu gehen oder vor Furcht wegzurennen. Das ist der Schrei. Können wir leider nicht ausführen. Wir haben keine Drachenseele. Wir brauchen eine Drachenseele, um den freizuschalten, wenn wir es denn wollen. Und dafür müssen wir einen Drachen töten. Und das fordere ich jetzt mal einfach nicht bewusst heraus. Damit haben wir das geklärt, was ich sagen wollte und das führt ultimativ halt zu dem Schluss, warum überleben wir immer alles? Warum sterben wir nicht einfach wie ein Hund in einer Gosse, weil uns ein Bandit überfällt oder ein Assassine? Warum sterben wir nicht in so einem hunderte Meter unter der Erde liegenden Grab hier, weil wir von Untoten übermannt werden? Das lässt eigentlich bloß eine Vermutung zu und zwar, dass wir zu Höherem bestimmt sind, dass irgendwas, ja, das Schicksal in dieser Welt von Skyrim unter den Göttern für uns vorgesehen hat, dass irgendetwas Großes von uns getan werden muss, bevor wir das Zeitliche segnen können. Man darf sich deswegen zwar nicht sicher fühlen, aber es beschleicht Arkis langsam so ein Gefühl, dass er, ja, irgendwie, dass er was zu erledigen hat. Er kann es nicht greifen, er kann es sowieso nicht verstehen, was auf ihn zukommt. Er weiß bloß, dass sich in den letzten Zeiten so viel um ihn herum verändert hat, dass irgendwas sein muss. Und mit der Etappe, diesen Berg zu besteigen, was wir ja noch vorhaben, um mit den Graubären zu sprechen, erhofft er sich wirklich sehr, sehr viel. Er erhofft sich sehr viel Erleuchtung hinter dem Ganzen. Und er erhofft sich vielleicht sogar etwas Verständnis, aus denen er Handlungen ziehen kann. Das wäre ganz wichtig für ihn. Ihr seht übrigens hier, das ist ja böse Ironie für
Windelius, da liegt er. Er hatte die ganze Zeit in seinem Rücken die Geheimtür, die ganz dicht an diesem Schatz lag, den er Monate, vielleicht Jahre lang gesucht hat. Und tja, ist zwar doof jetzt für ihn, aber nach dem, was er getan hat und was er ja vor allem mit den Bewohnern von Iverstead getan hat, wie er sie benutzt hat, wie er Schindluder mit ihnen getrieben hat sozusagen. So traurig es ist, ihn jetzt tot in dieser Grabkammer liegen zu lassen, also niemand wünscht sich, glaube ich, so zu sterben und zu verenden, aber letzten Endes hat er gekriegt, wofür er bezahlt hat, ne? Also auf Dauer hat das auf ihn zukommen müssen. Der ist, wäre damit nicht durchs Leben gekommen. Er war einfach zu unehrlich, zu selbstsüchtig und das wahrscheinlich auch psychisch zu labil, denn diese ganze Aktion hier hat ihn ja letzten Endes verrückt gemacht. Das hier war jetzt übrigens genau die Stelle, die in der ersten Aufnahme dann abgestunken ist. Plötzlich fingen meine Maus und meine Tastatur an zu flackern. Flackern im Sinne von, sind beide beleuchtet und mein PC hatte sie einfach nicht mehr erkannt. Ich stand dann da, konnte nichts machen, das Spiel lief, konnte die Aufnahme nicht abbrechen. Hab das dann immerhin irgendwann geschafft. Ich habe meine Tastatur umgesteckt, er hat sie erkannt, meine Maus aber nicht. Musste dann das Spiel neu starten. Nicht das Spiel, den kompletten PC. Und dann war die Fraps-Datei aber trotzdem kaputt. Ich weiß nicht, was das sein soll, warum Fraps schon die Aufnahme kaputt macht, selbst wenn meine Tastatur plötzlich in diesem Sinne abgesteckt ist, aber gut. Gut, wir haben es geschafft, wir haben das Grab hinter uns gelassen. Ich bin immer wieder überrascht, wie auch diese verhältnismäßig ja, kleinen Gräber so viel Zeit in Anspruch nehmen. Wenn man so für sich allein spielt, nimmt man das gar nicht wahr, da ist das so ein kleines Grab für sich. Aber hier ist es ja jetzt tatsächlich so, in jedem Grab gehen so 3-4 Parts drauf und das entspricht ungefähr einer Stunde. Also man kann hier schon echt Zeit drin verbringen, das ist der Wahnsinn. Und da kommen noch wesentlich größere Sachen, muss man schon auch mal dazu sagen. Ja, man freut sich endlich aus diesem Grab rauszukommen. Wie gesagt, da unten stinkt es erbärmlich, die Luft ist dünn, die Luft ist verwest. Und da freut man sich auf diesen frischen Sauerstoff, der in der Welt von Skyrim herrscht. Wie ihr gleich sehen werdet, wir waren lange Zeit in diesem Grab. Es ist mitten in der Nacht schon, am Tag sind wir hier reingegangen. Und wieder einmal wird das Spiel gleich zeigen, wie dynamisch es ist. Denn man kann sich ja in Sicherheit fühlen. Das eigentliche Ziel, was ich hier jetzt habe, ist ins Gasthaus zu gehen und ja, uns von diesen Strapazen zu erholen. Denn das waren Strapazen, muss man schon mal sagen. Nicht nur für Arkis, nein, auch für den allwissenden Erzähler, der hinter seiner Persönlichkeit steht. Ihr seht, klarer Sternenhimmel, Temperatur ist verkraftbar, wir gehen vorwärts. Und kaum sind wir ein paar Schritte in Iverstead. Und in dem Moment habe ich ja auch selber gesagt, es ist schön hier draußen zu sein und sich halbwegs sicher fühlen zu können. Da erwartet uns auch schon jemand. Da seht ihr das, die Silberhand. Zwei Silberhand-Elite-Kämpfer. Lydia stürmt sofort an uns vorbei, stürzt sich in den Kampf, um uns zu beschützen. Denn die weiß, warum die Silberhand auf uns abgesehen hat. Weil wir ein Werwolf sind. Und die Silberhand weiß natürlich auch, wo wir uns befinden. Deswegen verfolgen wir uns auf Schritt und Tritt ungefähr in derselben Art und Weise wie diese Hired Thugs, die ihr letztens in der Folge bestaunen durftet. Da in der Folge übrigens, wo, es war glaube ich die Folge, wo auch die Kommentarspur ein bisschen hölzern klang. Ja, und damit müssen wir uns einfach abfinden. Die werden uns jetzt für immer verfolgen und uns immer wieder angreifen, solange wie wir nicht jede Silberhand auf diesem Planeten ausgelöscht haben. Und das ist beinahe unmöglich. Werden die uns suchen und finden, in regelmäßigen Abständen, aber gut, wir werden ein erfahrenerer Kämpfer, ich schätze letzten Endes werden wir mit diesen Situationen schon immer fertig werden. Ihr seht, die hatten sogar eine orkische Rüstung an, also zumindest einer von denen, muss auf jeden Fall eine Entwendung sein, denn Orks sind mit Menschen auch nicht unbedingt gut Freund, also entweder die haben Orks getötet, um nach ranzukommen, oder sie haben sie Orks geklaut, vielleicht hatten sie auch mal Glück und haben Orks getroffen, die damit getauscht haben. Oder kam vielleicht ein Schmied, der das Ding für sie schmieden konnte. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Mehr hatten sie natürlich nicht dabei. Klar, ihre ganze Rüstung, so habe ich jetzt aber mal nicht genommen, denn mein Inventar ist ziemlich voll. Das Einzige, was ich halt wie gesagt jetzt mache, ist, ich gehe ins Gasthaus. Wir ruhen uns aus. Wir werden morgen früh sehr, sehr, sehr kräftig frühstücken. Und dann wird es im nächsten Part auch losgehen. Unsere endgültige Reise. Ich meine, gut, wir haben jetzt viel erlebt. Wir könnten echt mal Urlaub gebrauchen. Aber unser Ziel muss erfüllt werden. Und da müssen wir so ein bisschen den Fokus auch behalten. Nicht wundern, dass ich mich hier jetzt umgucke. Ich schaue bloß, ob nicht irgendwie schon wieder irgendwo jemand auf mich lauert. Denn langsam fühle ich mich nicht mehr sicher. Die Silberhand ist hinter mir her. Die Vampirbedrohung steigert sich sozusagen auf dem Antlitz der Erde.
Und nicht, dass noch irgendjemanden auf mich angesetzt hat. Zwei Assassinen und eine Gruppe von Banditen waren es schon. Und da kommt bestimmt noch wesentlich mehr. Wie gesagt, wir ruhen uns jetzt hier aus. Werden kräftig frühstücken. Im nächsten Part werden wir dann auch Wilhelm sagen, dass wir das komplette Geheimnis ums Grab gelöst haben, falls das überhaupt nötig ist. Und dann geht's hoch auf die Throat of the World. Ich hoffe, ihr habt diesen Part hier trotz Nachkommentierung und trotz etwas weniger in Arkis sozusagen genossen. Ich glaube, es hat euch Spaß gemacht. Ihr habt ein bisschen mehr Insight über das Projekt und was ich dazu denke gekriegt. Und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wir spielen Skyrim, wir sind Arkis. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss und bis dann. Yeah.